Kurz nach Sonnenuntergang. Die Rabbiner treffen sich zu Melaweh Malka, dem jüdischen Abendessen zum Ende des Schabbats. Sie gedenken der Opfer der Novemberpogrome vor 75 Jahren. Zum ersten Mal sind sie dafür nach Berlin gekommen. Das deutsche Judentum gehört zum europäischen Judentum. Wir glauben an unsere Aufgabe, das jüdische Leben, wie wir es in ganz Europa nach der Shoah aufgebaut haben, helfen wir mit, auch das jüdische Leben hier in Deutschland wieder aufzubauen. Hier im Berliner Rabbinerseminar findet die Konferenz statt. Rund 220 Mitglieder nehmen teil. Einst war es eine wichtige Lehreinrichtung orthodoxer Rabbiner. Während der Pogrome wurde es geschlossen. Die Wiedereröffnung liegt erst 4 Jahre zurück. Für manche Rabbiner, die noch nie hier waren, besteht immer noch ein gewisses Unbehagen. Um ehrlich zu sein, gibt es dieses Unbehagen noch bei jedem von uns. Doch auch den Willen, es zu überwinden. Denn in keinem europäischen Land wächst die jüdische Gemeinde so wie hier. Insgesamt 4 Tage verbringen die europäischen Rabbiner in Berlin. Ein Zeichen für eine wiederkehrende jüdische Kultur in Deutschland.